Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Mal kurz die Zeit aktivieren. Wir werden jetzt gleich ein Gerät kaufen für die Aussaat. Und dann werden wir uns Feld 2 und Feld 15 was aussehen. Irgendwas. Was ich eingetragen habe, ich glaube Gerste. Die Bodentemperatur passt. Denke ich mal, ist okay. Bäume werden grün, passt auch. Ja, das. Naja, gut. Verstehen muss ich das nicht. Was die Einwiesen sind. Perfekt oder auch nicht. Oder die haben den Frost nicht überlebt. Geräte. Ballentechnik haben wir genug. Haben wir zwei. Scheibenecken auch nicht. Auch nicht. Mähtechnik haben wir. Wo ist das? Sehtechnik. Spezial. Draußen ist Regen. Schön. Plätschert so ein Fenster. Werden wir gleich mal auffüllen. Aber was wollten wir aussehen? Ich glaube, es war bei Gras war Gerste. Das stellen wir euch ein, weil ich kenne mir am besten am Ende das vergessen. So. Das sind relativ kleine Felder, da werden wir eine Maschine nehmen. Und die andere Maschine gehen wir dann gleich bei Feld 14. Ne, 15, Entschuldigung, 15. Gott sei Dank, die Maschine ist heil. Traktor ist okay. Wenn wir gleich gucken, was unsere Kühe machen. So, haben wir jetzt 2 Jahre. Nächstes Tier, Strich. Stroh, Wasser. Mann, haben die einen Durst. 499 Kilogramm. Wir haben schön zugelegt, einen Tag hier. Zwei Jahre. Was ist das? Ah, das ist schon trächtig. Haben wir Milch? Wir haben schon Milch gekriegt. Da müssen schon Kühe bei sein, die Milch geben. Gulle haben wir auch viel. Alles schön. Das Saatgut. Da wird gleich auch zwei rausspringen und dann da fertig machen. Können wir das nicht annehmen? Das Armeewerk. Weizen. Nach Gras kommt Gerste. So. Gehen wir auf 14. Der andere ist auch voll, ne, oder? Kann man jetzt nicht sehen. Na, dann wollen wir die Maschine runterholen. Dann gibt es gleich Probleme. Dann haben wir auch einen freien Traktor. Ja, Dünger ist leer. So. Jetzt werden wir hier mal gleich berechnen.
So, gleich nächsten nehmen, den nur, ja, passt eh. Das verstehe ich nicht. Wieso hier kein. Entschuldigung, kein Gras wächst, ist mir so hoch. Kann man nicht aufmachen. Geht mir etwas zu hoch, aber ist leider so. So, dann wir gleich die Sämaschine nehmen. Hätten wir ausmachen können, aber mal laufen. Groß dann ja mögen. Ein Mod wollte ich noch machen mit der Größenanzeige. Ja, gut. Und Strohlager zunehmen wollte ich auch noch. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Weil noch haben wir jetzt Stroh, ne? Aber wir können ja nur Stroh als Ballen verkaufen. So, das Ende. Gehen wir gleich auf Feld 2. Weil Gras mähen, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist jetzt nicht reif genug, sagen wir so. Wollen wir jetzt Verluste machen? In Anführungszeichen. So, habe ich hier mal angekommen. Sieht gut aus. Aber wir können nicht warten, bis das vielleicht doch wächst, dann haben wir trotzdem mit Risiko zu groß. Gut aus. Ja, probier's mal. Zwei Maschinen sind im Laufen. Was haben wir noch? Was haben wir noch zu machen? Also mal ein Lager gucken wir und genau. Welche Flächen sind jetzt? Reif, wächst, reif, 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 reif. Gut, die können wir lassen. Und wenn man entsprechend dann dunkelblau ist hier gar nichts, ne? Nö. Blau ist hier komplett. Unkraut ist einmal durchgewachsen. Aber gedüngt wird nicht mehr, ne? Und da ist voll gedüngt, das passt. Wir werden uns mit dem Holz kümmern. In der Rest der Folge. 25 Minuten braucht er. Und der andere braucht 26. Das passt. Kommt auch ungefähr hin. Wenn wir diese paar Dinge noch wegnehmen, da einen vergessen. Und später werden wir dann entsprechend hier Stumpen fräsen. Ja, die müssen auch weg.
Muss ja, ne? Damit wir jetzt zur rechten Zeit. Ups. Das ist so einfach. Wo stehen wir jetzt? Achso, ich mal fahren wir rückwärts. Die anderen wollen wir ankriegen. Wir können da vorne anfangen. Wir sind beim Bepflanzen näher. Wüste. Gehen wir gleich geradeaus weiter. Nehmen wir den nächsten Baum. Wir können trotzdem mal auf 5 gehen. Wir haben eh nur ein Feld zu machen. Nach vorne gehen, sonst stoßen wir Holz wieder in genau ein Häuschen hier und treffen den Baum, ne? Lohnzahlung 209. Liegt ja genau vom Stamm hier. Macht nichts, gehen wir höher ran. Auch nichts hier. Aber oh, klappt. Kriegen wir Licht. Da werden wir morgen in dem Tag noch schön viel Gras machen. Gleich mit 2 Traktoren. Gleich auf die 3. 3 muss noch gepflügt werden. Dieser Baumstumpen machen und abfräsen, das ist dann ja immer nebensächlich. Bitte so eine Bestellung fertig kriegen. Das ist ganz wichtig. Gehen wir nach vorne ran. Das ist ein kalter Frühlingsmorgen.
Aber das kriegen wir auch hin. Sommer kommt bald. Oder Reifen, passt schon so. Wieder so ein kleiner, abgedrehter Kümmerer. Bin ja gespannt bei den Kühen, ob da jetzt, wenn der Kälber kommen, ob es dann mehr Kühe werden oder ob das dann auch männliche Tiere werden, weil die werden ja entsprechend dann nur Fleischteile, Rinder. Da müssen wir eigentlich einen extra Stall bauen und die entsprechend umstallen, immer so. Dann brauchen wir keine Fleischrinder kaufen, da züchten die wir die alleine. Das wäre eine sogenannte Kreuzung, weil man kann ja den darauf hinsteuern, dass anhand des Bullensamens kann man auch Fleischrinder bekommen. Eine Art Kreuzung. Oder es bleiben auch die Holsteiner, was auch okay wäre. Und da könnte man nämlich die Kühe behalten und die Bullen kommen dann im Stall. Und da kann man dann entsprechend immer Tiere so Schwung halten. Dann nach ungefähr 8 Jahren die älteren Kühe verkaufen. Beim Metzger. Noch gibt es keinen. Vielleicht kommt da noch einer. Nehmen wir noch stark an, dass es noch passieren wird. Die gab es ja im 17er auch. Ne. Wieder weggedrückt. Der eine Mod mit dem Seemaschine hat einen größeren Tank, aber da reicht es garantiert für ein Feld. Beim anderen bin ich mir nicht ganz sicher, obwohl hat der für die 14 auch gereicht. Aber je weiter die Felder weg sind, umso besser ist es, wenn die Dinger voll sind. Ne? Macht sogar leichter. Ne? Brauche ich nicht so oft drum kümmern, sondern eingestellt, fahren und läuft. Ist ja wieder ein Stück im Wald weg. Könnte man hier das Sägewerk hinstellen, ne? Also mal gucken, wie groß das ist. Sägewerk. Das muss man noch umnennen. In Mühle. Muss ich mal sagen. Diesel. Apfel, Birne. Heutrocknung, Kalkwerk. Pflastenschutz.
Großes Sägewerk. Habe ich es vielleicht nicht rübergeschoben? Ah, das wäre kein Problem, dann werden wir immer noch gucken. Kompost, Mischfutter. Mal Zuckerfabrik. Zucker, Schweinefutter, Sägewerk. Oder ein Riesenteil. Oh. Das ist ja ein Riesenteil. Aber das würde hier hinpassen. Ah, wäre am Deich, ne? So geht ja auch gebrauchten Kaufland nicht. Und da geht's auch. Oder kommt da wieder eine Warnung? Nicht mir gehört. Und das, na, das wäre ungünstig. Na, das wäre ungünstig. Das wäre hier, passt hier nicht her. Das wäre zu groß dafür. Nur einen anderen Platz finden. Finden wir schon noch. Wir noch die Karte anbauen, ne? Ja, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann seid noch Schüsse und Winke und ciao, ciao. Jo, bis dann, ne? Ciao.